Noch hat sie nicht geantwortet, aber sie schreibt schon. Ah. Das sieht doch nett aus. Dann haben wir hier den Weg nach oben. Müsste man das theoretisch hier ein bisschen anpassen. Kann man das nicht? Man könnte doch... Hier. Dann... Hier. Und dann... Hier. Hier. Das bauen wir ab. Hier. So. So, sie hat geschrieben. Jopp. Mach. Ich. Dann. PS. Show. Ticket. Light. Plus. Wo haben wir das? Plus. 7. 3. 8. Dach. So. Gut. Bevor ich euch hier noch mehr langweile hier. Da fehlt uns noch ein Basalt-Paver. Machen wir das so. Scheiße. Oh. Kommen wir eben zurück zu den Basics. Kein Bock zurückzulaufen, ey. So, mal total uneffizient arbeiten, einfach nur weil ich es kann. Man nicht alles tut, oder? So, dann. Hä? Nein. Oh, verdammt. So. Mann. So, jetzt aber. Jetzt komme ich da nicht ran, ey. Ah! Nochmal. So, jetzt hätten wir auch das Loch gestoppt. Ist ja eigentlich noch was drin? Nee. Ofen brennt noch. Hey, machen wir einen Stein. Ich bin cool. So, dann müssen wir das mit den Fackeln auch mal ein bisschen anpacken. Ich packe hier jeden Scheiß einfach irgendwo hin, wo es mir gerade passt. Mal ein bisschen verschönern hier, ey. 2. Warte mal. 2. Jetzt fragt sie warum. Montag kommt sie. Jetzt fragt sie, ob sie Angst haben muss. Nee. Nein. Kein bisschen. Nein. So, 2. Das sieht doof aus. Das sieht alles doof aus. Das sieht noch doofer aus. Dann mache ich das halt so. Das kommt weg hier. Das kommt weg. Dann haben wir hier einen frei. Machen wir das hier auch so. 2. Das passt zumindest. Dann hätten wir das hier nämlich schon mal ein bisschen schöner. Dann haben wir hier unseren Durchgang. Könnte man theoretisch mal eine Tür reinhauen, ne?
So. So. Haben wir hier auch nochmal eine Tür reingehauen. Die gibt es auch nicht mehr hier. Also den Inhalt. Und auch hier passt mir das alles nicht in Kram, ey. Macht da mal ein Designerfenster. Keine Ahnung, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Könnte lustig werden. Dann hole ich mal eben ganz schnell Stuff. Nämlich brauche ich Glas. Ohne Ende Glas. Außerdem noch mal ein bisschen mehr Holz. Glas, 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 Glas. Habe ich überhaupt noch Glas? Ja. Nimm mal Stack mit. Das sollte erstmal reichen. Tja, was hier noch so geplant ist, habe ich ja schon mal erwähnt, sicherlich. Wenn es dann wieder weitergeht, das Gebäude muss fertig. Ich habe überlegt, ob ich das nochmal abreiße und lieber wieder nochmal aus Ziegeln mache, weil davon habe ich ja jetzt wieder genug. Dass ich das Haus daraus bauen könnte. Aus ganzen Blöcken natürlich. Das muss sein. Könnte man sich was überlegen. So. Dann probieren wir das mal aus mit dem Designerfenster. Das sieht schon lästig aus. Dann haben wir hier die Fackel ran. Wie sieht das von Weitem aus? Ohne Scheiß, wenn das jetzt da massiv wäre, dann würde das einen Pimmel ergeben. Aber sieht lustig aus. Ich lasse das mal so. Das ist so ein schniekes Designer-Fenster, was alle hassen, weil es ihnen nicht in Kram passt. Multi, ich hasse das. Das passt mir nämlich nicht in Kram. Ja, siehst du? Mein Reden. So, zwei, 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 zwei. Und dann ist hier noch das Ganze mit dem Raycraft-Platz. Tja, meine Freunde, das ist alles Geschichte jetzt. Was ist damit? Okay, das spielt keine Rolle mehr, glaube ich. Ein Marble. Gut, dass man zersägen kann. Das hat einiges an Laufweg erspart. So. Oh, was ist das denn? Habe ich das wieder nicht? Ich habe weder Mediumstein noch sonst irgendwas. Wenn dann schon richtig, ne? Okay, da geht's nicht. Dann werde ich nochmal loslaufen müssen und Rückenholz holen. Oder eben der Birke fällen. Müsste aufpassen, sich nicht die falsche Birke fälle. So, und auch mal ein bisschen was wegporten hier, das brauchen wir gerade mal nicht. Das kann weg. Das kann auch schon wieder weg. Die werden automatisch gefüllt übrigens, die leeren kann. Wenn es jemand interessiert, das zu wissen. Jemand nochmal eine Fackel hin da. So. Dann haben wir nämlich endlich mal diese Kellerräume richtig wunderschön gemacht. Wunderschön, wunderschön. So. Das Ding hier, das kann... Oh, jetzt habe ich kein Zeug davon. Obwohl man das auch zersägen könnte, wenn man will, ne? Ich könnte das zum Beispiel abbauen hier. Ach, das ist normales. Och. Das sieht wie von mir, von unten aus für mich. Ich sage extra für mich, weil ihr wisst ja, meine... Dingsens... Sache. So.
Ich meine, ob das jetzt hier mal in Kram passt. Ich mag's. Jetzt passt das nämlich alles so vom Aussehen her. So, jetzt müsste man theoretisch da, 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 dann wieder da, 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 da. Könnte man diese ganzen Mitteldinger hier einfach mal wegnehmen. Ob das passt oder nicht, könnte man mit F7 gucken, ne? Ich habe gerade mal F7 gedrückt. Da, wo die Kreuze drauf sind für die Unwissenden, da können Monster spawnen. Und wenn wir das alles wegkriegen, dann können die nicht mehr spawnen. Ja, wo noch ein Spawnplatz? Sieht nicht so aus. Gut, dann war das nämlich fertig. Ja, dann musste man aber doch nochmal eine Crafting-Box hier lassen. Der Raum hier ist so gut wie sinnlos. Eigentlich. Aber, ne. Weißt du was, wir machen uns hier was Schönes rein. Wie genau, weiß ich, um echt zu sein, noch nicht. Ich hau die erstmal in die Ecke. Wenn ich jetzt sage, ich mache hier jetzt einen Einschlag. Ach, F7 kann ich wieder ausmachen, ne? So. Lol, mit F7 kann ich auch die Position von meinem Aufnahmeprogramm Interface verändern. Das kann ich einmal ganz um den Bildschirm rumstecken. Okay, das ist ja lol. Das sieht man erst so gar nicht und dann geht man hier rein und dann Überraschung. Dann passt das auch? Das ist mir gut gelungen, oder? Ich find's in Ordnung. Den Boden hätte man noch irgendwie anders machen können, aber. Nee. Nee. Hm? Wo ist er denn? Dachboden? Nee. Ach da. Willst du nicht mal brennen? Na, wenn er so will, dann machen wir es gleich richtig. Oh. Denn? So, du hast es ja so gewollt. Dude. So, dann muss ich mal eben ganz kurz gucken, wie ich das hier mache. Ich habe nämlich nicht aufgepasst, in welcher Höhe. Wie mache ich denn das am besten? Wie kann man ein Zeichen setzen? Oh, ich hätte mir die Höhe gucken sollen. Idiot. Mit XP verzichte ich jetzt mal. Ganz gentleman-like. So. Da müssen wir uns mal eben ganz kurz die Höhe merken, nämlich 74. Dann machen wir das hier auch mit Leiter. Diese Dingsens von Open Blocks gibt es ja hier nicht. 74, 74, 4, da. Oh. Lol, wie passend das einfach mal wieder ist, ey. Ich bin so ein Genie, wisst ihr das eigentlich? Jetzt müsste man das theoretisch nur 3 lang machen, dass die Leiter nochmal synchron ist, aber man kann es natürlich auch übertreiben, ne? Machen wir uns hier nämlich
Muss wieder mal was wegporten hier. Dreck, Dreck, Dreck. Weg den Dreck. So. Und dann können wir nämlich hier einfach mal ganz gechillt das Ganze massiv aus Holz machen. Einfach nur, weil ich mag Holz. Ich glaube, da wird jetzt einer denken, oh mein Gott, Multi, das hätte ich nie von dir gedacht. Aber ja, ich mag Holz. Ich mag Holz einfach. So. Jetzt sieht das auch nochmal schnieke aus hier. Ach scheiße, muss ich das hier auch noch machen. Na gut, da eigentlich nicht, aber... So, oh. Was man nicht alles tut, ne? Was man nicht alles tut. Ein bisschen Kohle. Wir sind hier jetzt durch die Tür gekommen. Oh. Ach ja, da muss ich noch ein bisschen gucken, wie das ist. Aber wieder F7 drücken ist dann wieder doof. In der Anzeige, obwohl ich es überleben werde, wenn die nicht richtig ist. Oh, das ist das Falsche. Oh ne, warte. So. Und hier auch nochmal. So, jetzt kann man nämlich mit der Leiter hier immer rein und dann geht man direkt hier. Und diese Etage hier hat jetzt nämlich bald einen ganz besonderen Vorteil. Das passt nicht, ne? Doch, es passt. Es passt, ich glaub's nicht. So. Machen wir das. So. Dann wird das hier wieder... Oh, dann wird das hier unsynchron. Asynchron. Hört das auf? Das fällt definitiv auf. Das muss ich anders machen. Tja. Ich tue mal so, als hätte ich... Ach, das merkt man nicht, oder? Aber das hat keine Auswirkungen, ne? Doch, hat's. Doof. Doof, doof. Dann machen wir das so. Das ist jetzt nicht so total synchron, aber es fällt man nicht so auf, weil das hier sowieso nicht so... Gehen wir mal davon aus. So. Jetzt müssen wir aufpassen. Weil ich nicht weiß. Obwohl hier drunter kann es nicht passieren, weil wir sind direkt unterm Haus. Ist da gerade Redstone rausgekommen? Fuck! Scheiße! Ich hab die Leitung gekappt, ich glaub's nicht. Ich hab mich schon gewundert. Hä? Red Zone? Das kann doch nicht angehen. Multi, was hast du da schon wieder für eine Scheiße gemacht? Das müssen wir mal eben reparieren. Oh. So ein Kack, ey. Kapp ich hier die Leitung? Das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass ich die ausgerechnet hier finde. Dann müssen wir das woanders machen. Da muss ich vor allem einmal schnell mit dem Ding hier abbauen.